Okay. Jetzt machen wir 10 kurze. Okay. Und zwar machen wir 10 kurze, weil du hast sie ja nicht nur beantwortet bei uns, sondern du hast auch einmal selber dir Fragen überlegt und hast die im Bryce Taylor damals gestellt. Ja, ja. I have 10 questions for you. I'll just head out. Genau, und wir wollten jetzt eigentlich wissen, was du denn auf deine eigenen Fragen zu sagen hast. Das heißt, wir überlegen uns natürlich nicht neue Fragen, es wäre viel zu anstrengend. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das und warum gerade die? Leute heilen, weil ich nicht mag, wenn Leute leiden. Frage 2. Was denkst du, also es war damals, über Barack Obama? Ein sympathischer Kerl, dessen Politik, ich kenne mich damit nicht so wirklich aus. Ich kann ganz schwer sagen, was gut ist und was nicht gut ist. Spielt Basketball, hat ein nettes Lächeln, ist clever, hat eine coole Frau, weißt du? Was? Ja. Wenn du mit 3 Personen abhängen könntest, noch am Leben oder schon tot, wer würde das sein? Jesus ist auf jeden Fall dabei. Was würdest du mit dem machen? Was würde ich mit dem machen? Mit dem quatschen. Der hat bestimmt ganz interessante Ansichten über Sachen. Ich glaube, ich würde mir irgendeinen schnappen, so aus der Zeit der Griechen oder sowas, einfach um zu gucken, inwieweit sich das verändert hat. Jesus 2000 Jahre, die Griechen 3000. Aha. Und dann würde ich mir jemanden holen aus dem Dritten Reich, würde ich jemanden nehmen. Jetzt vielleicht nicht den Ober-Zampano, aber ja, so einen anderen, ich weiß auch nicht genau, wen ich dann nehmen würde. Vielleicht irgendeinen, der da mitgemischt hat. Das hat sich auf einmal ist alles so umgeschlagen und auf einmal gab es einfach Leute, die wurden einfach deportiert und so weiter und die anderen haben ja trotzdem weitergelebt. Ich kann mir das so schwer vorstellen. Deswegen würde ich voll gerne wissen, wie das war, aber eine einzelne Person so nicht. Okay, okay, gut, du bist eine Person. Ich gebe dir noch eine, ich will Audrey Hepburn. Ich finde Audrey Hepburn finde ich in diesem Film, ich finde die irgendwie klasse, ich würde voll gerne mal mit der quatschen. Blond oder brünett? Ich diskriminiere niemals. Das ist nett von dir. Frage 5, wenn du kein Basketballer geworden wärst, was wäre Heiko Schafazik wohl heute? Ich glaube, ich bin schon ein Entertainer. Vielleicht sowas in Richtung Schauspielerei. Ich glaube, das könnte ich mir gut vorstellen. Wenn Scarlett Johansson zu dir nach Hause kommen würde und du für sie kochen müsstest, was würdest du kochen? Nennen wir das Kind beim Namen. Wenn ich Scarlett Johansson bei mir zu Hause habe, dann ist natürlich das Essen sekundär vom Prinzip her. Da geht es ja dann vielleicht um was anderes. Aber vielleicht der Wegbereiter. Der Wegbereiter, dann, aber ich glaube, ich würde dann eher mir nicht so viel Mühe geben. Ich glaube, ich würde simple Kost. Ja. Irgendwas Simples, Hot Dogs. Was Schnelles. Hot Dogs, Wraps. Okay. Klappt immer, schmeckt gut. Gut. Was magst du an Deutschland am meisten? Ich mag an Deutschland sehr, dass die Leute eigentlich immer. Wir haben eigentlich nur unsere Innovation und unseren Verstand, mit dem wir Sachen machen können. Also die ganze Infrastruktur, die hier aufgebaut worden ist, die kommt ja daher. Wir haben ja eigentlich nicht so wirklich natürliche Ressourcen. Kohle halt eine Weile lang, aber ist obsolet. Und es ist schon eigentlich ziemlich beeindruckend, wie Deutschland es immer wieder schafft, halt durch diese Charaktereigenschaften der Menschen, durch diesen Tatendrang, diesen Ehrgeiz, Innovation, dass Deutschland da immer wieder trotz, ich meine, wir haben 2 Weltkriege verloren und jetzt sind wir trotzdem wieder hier einer der führenden Wirtschaftsmächte und so weiter und so fort. Das ist schon beeindruckend. Was sind Werte, die dir wichtig sind und nach denen du lebst? Ich versuche, auf andere Menschen zu achten, also so den Egoismus hinten anzustellen, der sich natürlich immer wieder anschleicht und einschleicht, aber den versuche ich so zu kontrollieren. Wenn du Gott eine Frage stellen könntest, welche würdest du nehmen, stellen? Ist das hier alles eine Reality-TV-Show für Aliens? Berechtigte Frage.